Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Veranstaltung im Rahmen der Reihe Dialogic, die heute ganz im Zeichen von Ludwig Wittgenstein steht. Ich darf Sie dazu im Namen der Veranstalter, der Wiener Zeitung und der österreichischen Ludwig-Wittgenstein-Gesellschaft ganz herzlich begrüßen. Im Jahr 2021 fallen zwei Jahrestage zusammen, nämlich einerseits das 100-jährige Erscheinen des Traktatus Logico Philosophicus und am 29. April jährt sich zum 70. Mal der Todestag von Ludwig Wittgenstein. Der Nachlass von Wittgenstein ist 2018 in das zum Weltdokumentenerbe gekürt worden und auch zwei Nachlässe aus unserem Haus haben den Status Memory of the World erhalten, nämlich der Nachlass von Adolf Loos und der Nachlass von Karl Kraus, beides enge Weggefährten und Freunde von Ludwig Wittgenstein. Karl Kraus soll von Ludwig Wittgenstein sogar den Traktatus vor Publikation zum Lesen bekommen haben, wie Elisabeth Nemeth in ihrem Artikel, der am Wochenende in der Beilage der Wiener Zeitung zum Wittgenstein-Jubiläum erschienen ist, geschrieben hat. Das Dossier ist übrigens auch online nach wie vor zugänglich. Und eine weitere Beziehung von Ludwig Wittgenstein zu unserem Haus, der Wienbibliothek im Rados, führt natürlich über Johann Nestroy. Wittgenstein war ein begeisterter Nestroyaner und Nestroy-Leser und hat seinem Spätwerk, den philosophischen Untersuchungen, auch ein Zitat von Nestroy vorangestellt, nämlich, ich darf das kurz im Wortlaut zitieren, überhaupt hat der Fortschritt das an sich, dass er viel größer ausschaut, als er wirklich ist. Dies ist ein Zitat von Nestroy aus dem Werk Der Schützling, das im Originalmanuskript in der Wienbibliothek liegt und auch digital zugänglich ist. Wittgenstein hat im Traktatus auch geschrieben, dass mit der Lösung der philosophischen Probleme jene des Alltags noch gar nicht berührt sind. Und wir hoffen, dass diese Probleme neben vielen anderen vom heutigen Podium tatsächlich gelöst und besprochen werden. Und mit dieser nicht allzu geringen Aufgabe darf ich an den Geschäftsführer der Wiener Zeitung, Martin Fleischacker, übergeben und wünsche uns allen einen spannenden Abend. Sehr geehrte Frau Dr. Eichinger, herzlichen Dank für Ihre einführenden Worte und herzlichen Dank für Ihre Gastfreundschaft in der wunderbaren Wien-Bibliothek. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie heute bei unserer Diskussionsveranstaltung im Rahmen unserer Reihe Dialogic gemeinsam mit der österreichischen Ludwig-Wittgenstein-Gesellschaft begrüßen. Das Thema des heutigen Abends könnte nicht treffender gewählt worden sein. Gerade in den heutigen Debatten in der Gesellschaft, Politik, aber auch in den Medien gehen die Wogen immer sehr hoch. Es wird sehr emotional die Debatte geführt, leider bleiben die Fakten oft vergessen. Es freut mich auch, dass wir heuer wieder Medienpartner in diesem Jubiläumsjahr beim Internationalen Symposium in Kirchberg am Wechsel sein können. Ich bedanke mich recht herzlich bei Frau Professor Nemeth und Herrn Professor Stadler dafür. Ich wünsche Ihnen einen schönen Diskussionsabend und darf das Wort an unseren Chefredakteur Walter Hemmerl übergeben. Herzlichen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Walter Hemmerl. Ich bin Chefredakteur der Wiener Zeitung. Unser Thema heute ist Sprache und Welt, Wittgensteins Bedeutung in der heutigen Mediengesellschaft. Und ich darf unser Podium herzlich begrüßen, Elisabeth Nemeth, Professorin am Institut für Philosophie an der Universität Wien und Präsidentin der österreichischen Ludwig-Wittgenstein-Gesellschaft. Herzlich willkommen. Friedrich Stadler, Gründer und Leiter des Institut Wiener Kreis, Universitätsprofessor im Unruhestand der Universität Wien. Herzlich willkommen. Und Norbert Christian Wolf, Universitätsprofessor für neuere deutsche Literatur am Institut für Germanistik, ebenfalls an der Universität Wien. Herzlich willkommen. Frau Nemeth, grenzen wir mal das Thema ein bisschen ein. Mediengesellschaft. Da stellt sich die Frage, spricht die Mediengesellschaft eigentlich eine eigene Sprache, die man lernen muss, die man verstehen muss? Sie ist mit Sicherheit keine Idealsprache, aber verfügt über eine eigene Sprache im Unterschied zur Alltagssprache, diesen beiden quasi Polen, mit denen sich Idealsprache, Alltagssprache, mit denen sich Ludwig Wittgenstein beschäftigt hat? Naja, da muss man, glaube ich, als erstes sich darauf festlegen, was man unter Medien alles verstehen will. Medien, das würde ich von gedruckten Medien über die sogenannten sozialen Medien, über das Kommunizieren
mit digitalen Instrumenten. Alle diese verschiedenen Kommunikationsformen haben ja eigene Formate und eigene innere, wie soll man sagen, Folgerichtigkeiten. Ob man jetzt die alle unterscheiden kann von der Alltagssprache und in welcher Weise, würde ich mich mir jetzt nicht gleich zutrauen, da was Vernünftiges zu sagen. Eins ist sicher, dass sich unsere Alltagssprache, aus meiner Sicht zumindest, insgesamt auch verändert dadurch, dass sich die Medien, über die wir kommunizieren, verändern. Also ich glaube, dass sich so wie auch früher sich die Alltagssprache durch diverse Einflüsse verändert hat, dass auch über unsere neue Medienwelt passiert. Da gibt es einen Austausch, denke ich, sowohl in die Richtung von der Alltagssprache in die Medien als auch umgekehrt. Was ziemlich deutlich ist, ist, glaube ich, dass in dieser neuen Medienwelt über Bildungsinstitutionen ein bisschen kontrollierte Sprache, wie sie noch auch in Printmedien ziemlich selbstverständlich ist. Das gestellte Hochdeutsch. Vielleicht, ich selber habe nichts gegen gewähltes Deutsch, dass das quasi eigentlich bereichert wird um andere Formen. Und diesbezüglich würde ich glauben, gibt es tatsächlich auch Unterschiede, die ich allerdings nicht scharf sehen würde. Hat die Mediengesellschaft eine eigene Sprache? Ja, natürlich. Wir finden alles Mögliche. Es ist schon geschildert worden. Printmedien, Social Media, es ist eine Verdichtung, eine Geschwindigkeit da, eine Gleichzeitigkeit. Das hat Wittgenstein damals nicht wahrgenommen. Er hat wahrgenommen, wie sein Freund Karl Kraus schon vor dem Ersten Weltkrieg die Journaille, wie er sie bezeichnet hat, attackierte. Und das hat ihm sehr gefallen. Warum? Weil Kraus die Doppeldeutigkeit, die Vieldeutigkeit der Sprache und den Missbrauch der Sprache sozusagen immer wieder thematisiert hat und aufgedeckt hat, unter Anführungszeichen. Das heißt, für Wittgenstein war die Sprache die Welt schlechthin, die Grenzen der Sprache, die Grenzen der Welt. Und das Bekenntnis zu einer klaren, exakten und verständlichen Sprache, das war für ihn ein Eigenwert. Das war für ihn eine moralische Haltung und das hat auch seinen Reiz ausgeübt über die Philosophie hinaus. Wenn wir sehen, wie im Föhndesjekel und später Wittgenstein aufgenommen wurde, in welchen Netzen mit, wir haben gehört, Kraus, Loos, Engelmann. Er hat sich einmal als Architekt auch bezeichnet. Er war Volksschullehrer, hat zeitlebens nur ein zweites Werk publiziert, das Wörterbuch für Volksschulen, wo es ihm darum gegangen ist, die Sprache der Volksschüler, den Wortschatz, sichtbar zu machen und zu erarbeiten mit den Schülerinnen. Das heißt, Wittgenstein wusste um die Rolle der Alltagssprache in den Medien und er wusste um die Rolle der Sprache in der Philosophie und in den Wissenschaften, aber das ist ein eigenes Thema und führt in seine unglaubliche Wirkungsgeschichte, die weit über die akademische Philosophie hinausreicht. Herr Wolf, ich möchte jetzt nicht zu lange auf dem Thema einer eigenen Sprache herumreiten, aber klar ist, dass die neuen sozialen Medien, überhaupt die Digitalisierung und die Geschwindigkeit im Medienbereich, die wir erleben, dazu geführt hat, dass sich Sprache in einer atemberaubenden Art und Weise weiterentwickelt und verändert, sodass schon gesetztere Menschen wie Sie und ich quasi Probleme haben, die allerneueste Entwicklungen auch nachzuvollziehen und zu verstehen. Was glauben Sie, wie würde Wittgenstein mit dieser unglaublich dynamischen Entwicklung von Sprache umgehen? Wie würde er auf das blicken? Also zunächst möchte ich sagen, ich bin genauso wenig Sprachwissenschaftler wie Philosoph.
Und die Frage ist natürlich, die sich stellt, was verstehen wir dann unter Sprache, wenn wir diese Frage beantworten. Es gibt sicherlich einen Aspekt, den man noch dem, was gesagt wurde, hinzufügen kann, dass eben in unterschiedlichen medialen Formaten unterschiedliche auch Formen und Ordnungen des Sprachgebrauchs bestehen. Und das sieht man immer wieder, wenn zum Beispiel Menschen aus dem akademischen Kontext zum Beispiel in den Massenmedien auftreten. Ich erinnere mich zum Beispiel an zwei Situationen, wo mein Vorvorgänger, das war Wendelin Schmidt-Dengler, im literarischen Quartett aufgetreten ist und da, obwohl er so eine starke Präsenz hatte bei Vorträgen, überhaupt nicht angekommen ist gegen Leute wie Reich-Ranitzky, die natürlich in dem Medienformat weitaus sich besser bewegen konnten und viel erfahrener waren. Also da merkt man, wenn man Sprache sozusagen auch das ganze Setting, das mediale Setting, die Art und Weise, wie man erscheint in der Kamera, wenn man das mit einbezieht, dann gibt es sicherlich eine Sprache der Massenmedien, die vor allem die beherrschen, die sich tagtäglich damit auseinandersetzen und sicherlich nicht die Akademiker. Was jetzt Wittgenstein betrifft, wie gesagt, ich bin kein Experte, aber das Interessante ist in dem Zusammenhang ja doch, wenn man ein bisschen vielleicht heretisch sprechen will, dass er sehr wohl selber auch schon, wenn ich das richtig sehe, versucht hat, sein Bild oder das Bild von ihm, das in den Medien, in den damaligen Medien kursiert, erst durchaus mitzubestimmen, dass er, wir haben darüber im Vorfeld auch kurz gesprochen, sehr stark offenbar eine Bildpolitik betrieben hat. Also welche Fotos gibt es von Wittgenstein? Es gibt kaum Schnappschüsse. Es gibt einige wenige sehr inszenierte Fotos, die immer kursieren. Er hat auch, wenn man den Traktatus selber anschaut, würde ich jetzt als Germanist sagen und nicht als Philosoph, und das ist vielleicht auch wiederum ein bisschen heretisch, die Art und Weise, wie hier gesprochen wird, das ist ja überhaupt keine akademische Art und Weise. Wenn er zum Beispiel sagt, er gibt keine Quellen an, weil es ihm gleichgültig ist, ob das, was er gedacht hat, vor ihm schon ein anderer gedacht hat, dann wischt er eigentlich die ganze akademische Form des Philosophierens und des wissenschaftlichen Schreibens weg und bringt also in der Alltagssprache würde man sagen, da kommt ein ganz neuer Sound auf. Und das ist etwas, was diese Philosophie, glaube ich, gerade für Künstlerinnen und Künstler, für Schriftstellerinnen und Schriftsteller so interessant gemacht hat. Das ist eben keine trockene akademische Abhandlung oder nicht nur, obwohl natürlich das über weite Strecken auch eine logische Abhandlung geht. Aber am Ende gibt es ja dann auch diese Passagen mit der Mystik. Und das ist das, wenn man sich zum Beispiel Bachmann anschaut, was sie in dem ersten Wittgenstein-Aufsatz geschrieben hat, dann sagt sie, genau das interessiert sie. Ja, sie schreibt dann relativ am Anfang dieses Textes, schreibt sie, es geht eben weniger um die klärenden negativen Sätze, sondern seine verzweifelte Bemühung um das Unaussprechliche, was so interessant an Wittgenstein ist. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, der das, was schon gesagt wurde, also seine Bemühung um Akkuratesse, um Klarheit, sozusagen ergänzt. Und das ist die andere Seite, die sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass Wittgenstein auch so eine Ikone der Moderne geworden ist. Und das ist das, was mich natürlich als Literaturwissenschaftler, der auch so einen literatursoziologischen oder kultursoziologischen Ansatz vertritt, besonders interessiert. Also wie auch Wittgenstein, zum Teil bewusst, zum Teil sicherlich unbewusst, auch das Bild mitgeprägt hat, das von ihm kursiert. Das sind zum Teil eben die Fotografien, die überliefert sind. Das sind zum Teil die Art und Weise, wie er schreibt. Das ist die Art und Weise, wie er auch eine Verknappung des Diskurses inszeniert hat. Und das sind die ebenfalls von der Ingeborg Bachmann gleich zu Beginn ihres ersten Essays angesprochenen Legenden, die er auch bewusst in die Welt gesetzt hat. Mhm. Also da schreibt sie, also in den 50er Jahren, wenn man in Wien Philosophie studiert hat, ist man damit konfrontiert worden, dass Wittgenstein in seinem Haus nur einen einzigen Stuhl wollte und sonst nichts. Also diese fast heiligenmäßige Form der Askese, das sind alles Momente, die, glaube ich, eine Rolle spielen. Und die von schon erwähnten Fotos, die ja zum Teil uns heute anmuten wie eine Mischung. Manchmal schaut er mehr wie Samuel Beckett aus auf den Fotos, auf anderen schaut er mehr wie Paul McCartney aus. Das ist ja, das sind ja doch Dinge, die sehr interessant sind und die natürlich aus philosophischer Perspektive weniger im Fokus des Interesses stehen. Wo ich aber denke, dass er schon auch selber eine Medienpolitik betrieben hat. Natürlich
unter den Voraussetzungen der damaligen Medienentwicklung, die wenig mit dem zu tun hatte, was wir heute alle kennen oder nicht kennen. Wir drei sind wahrscheinlich eh nicht sehr versiert, was die neuesten medialen. Nennen wir uns vier. Wittgenstein strebt ja nach Klarheit. Und trotzdem, wie Wolf jetzt gerade erläutert hat, hat auch sich selbst ein bisschen inszeniert, mystifiziert. Wie passt quasi diese Sehnsucht nach Klarheit in unsere Gegenwart hinein? Nach meiner Wahrnehmung ist Sprache in der Mediengesellschaft, und ich sage das sehr neutral, immer auch ein bisschen damit verbunden, quasi zu verwischen, unklar zu sein, falsche Fährten zu legen. Und wie gesagt, ich meine das gar nicht so negativ. Tun wir uns schwer mit dieser Klarheit, mit diesem Gebot der Klarheit? Ja, natürlich tun wir uns da schwer. Ich glaube aber, dass bei Wittgenstein die Attraktivität der Klarheit darin liegt, dass er eine tatsächlich völlig unakademische, sehr zugespitzte Alltagssprache verwendet. Das ist wirklich eine Kunst. Also ich finde, das ist... Es ist Literatur, sehr, aus meiner Sicht. Ja, ja, auf jeden Fall würde ich auch sagen. Aber es setzt auf, in der Philosophie, auf wirklich, ich meine, es ist ja wirklich so, dass Wittgenstein die Probleme lösen will, die Russell nicht lösen konnte. Das ist ja nicht, er will ja nicht Literatur machen. Der Traktatus ist ein Vorschlag, den auch der Russell nicht vom Tisch wischen konnte. Er war zwar nicht einverstanden, aber er war... Jetzt müssen Sie kurz erläutern für das Publikum, was wollte Russell? Russell wollte eine neue Begründung der Mathematik über logische Grundprinzipien. Das nennt man der Logismus, der von Frege und Russell gemeinsam, wenn man will, in die Philosophie eingeführt worden ist. Und hat dabei die Vorstellung entwickelt, dass die Logik eine Wissenschaft wie alle anderen ist, die bestimmte Regeln hat, die auf bestimmte Wahrheiten kommen kann und dabei ein Verhältnis zur Welt entwickelt, die eben kein anderes Verhältnis ist als die Zoologie oder die Botanik oder sowas. Wir schauen halt die logischen Wahrheiten an. Und Wittgenstein war der Meinung, dass da etwas überhaupt nicht stimmt, dass das ein falscher Zugang zu der Art und Weise ist, wie man nachdenken sollte über das Verhältnis zwischen logischen Strukturen und Realität, und hat dabei diesen Traktatus entwickelt und hat den formalen Instrumenten, die von Frege und Wittgenstein gekommen sind, versucht zu sagen, wie man dieses Verhältnis zwischen unseren Zeichen und dem, was sie darstellen sollen, eigentlich neu denken soll. Und das ist ein sehr hochentwickelter, auch formaler Vorschlag, den er allerdings in dieses Format hineinsetzt, indem er eben sehr konzentrierte, sehr verknappte Alltagssprache dafür verwendet. Und ich glaube, dass mit dieser Klarheit etwas, dass da was versucht wird, was eben überhaupt nicht selbstverständlich ist, nämlich die Fragen der logischen und mathematischen Welt in einer Weise zu beschreiben, die auch für die Philosophie in anderen Bereichen, Mystik, Religion, Ethik, auch wenn es ausgegrenzt wird, aber es wird angesprochen. Es ist relevant für die Philosophie insgesamt. Es ist keineswegs so, dass das ein rein logisches Buch ist, sondern etwas, wo das angrenzt. Und zwar gerade deshalb, weil es versucht, diese Probleme in einer Sprache zu entwickeln, die sich nicht grundsätzlich unterscheidet von der Alltagssprache. Und ich glaube, dass das auch weiterhin die Attraktivität ist. Und zwar, das gilt ja für beide Teile. Das gilt für den Traktatus, genauso wie für die spätere Philosophie, die dann anders ansetzt als der Traktatus, ist völlig klar. Aber das ist trotzdem sehr spezifisch. Und ich glaube auch, muss ich ehrlich sagen, ich habe darüber nachgedacht, wie ich doch für die Wiener Zeitung geschrieben habe. Ich glaube, es gibt nicht leicht einen Philosophen, der
so einflussreich war und keinen Jargon ausgelöst hat. Also was ich sagen will, ich finde, dass Philosophen das Recht haben, eine eigene Terminologie einzuführen für ihre neuen Überlegungen. Also ich gestehe das dem Heidegger zu, ich gestehe es dem Adorno zu, ich gestehe es dem Kant zu und so weiter. Das sind eigene Terminologien, die teilweise sehr akademisch sind, teilweise nicht. Aber wenn man über das reden will, was diese Personen wollten, kommt man um eine gewisse Akzeptanz dieser Terminologie nicht herum. Bei Wittgenstein ist das nicht so. Der hat eine Anknüpfung gefunden, die nicht aufgrund einer neuen Terminologie wirksam wird. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Und da, glaube ich, ist die spezifische Art von Klarheit, um die er sich bemüht hat, die eben stark an der Alltagssprache bleibt, einer der Aspekte. Man muss natürlich sagen, dass er in der Frühphase die moderne Logik, die symbolische, eingeführt hat als Instrument zur Klärung und zur Lösung von Problemen. Und das war eine Ausnahmesituation in der traditionellen Philosophie. Und dann kommt noch dazu, dass er einerseits nach Form und Inhalt avantgardistisch war, wenn man sich dieses kleine Büchlein anschaut und durchliest. Und gleichzeitig, man muss es sagen, erzkonservativ und traditionell. Also von seiner Einstellung her zur Gesellschaft, zur Zivilisation. Die westliche Zivilisation hat er abgelehnt, er hat dieses tolstoianische Christentum verehrt. Er war ein Wegbereiter in der analytischen Philosophie, aber zugleich auch ein Warner vor technologischer Entwicklung, vor moderner, arbeitsteiliger Gesellschaft. Deshalb auch die Begeisterung für Spengler. Und diese Widersprüche muss man natürlich immer mit in Betracht ziehen, wenn man von Wittgensteins Philosophie spricht, von seiner frühen, von seiner späten. Natürlich bleibt die Sprache im Zentrum im Traktat, die sogenannte Idealsprache des logischen Atomismus nach Russell. Und danach die Alltagssprache in den philosophischen Untersuchungen. Und diese Entwicklung hat Wittgenstein selbst immer wieder, und wir kennen das aus den Tagebüchern, als Denkbewegungen bezeichnet. Das heißt, er hat sich ja nicht festlegen lassen oder festschreiben lassen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sein Gesprächspartner Friedrich Weismann ist verzweifelt und also eine Lebenstragik hat sich da ergeben, denn er wollte immer den Traktatus Popularisierung und allgemein verständlich machen. Das Vorwort hat es schon gegeben von Schlick. Und Wittgenstein hat immer wieder gesagt, naja, das ist eigentlich jetzt nicht mehr der Stand meines Philosophierens. Und auch das zweite Werk ist ja posthum erschienen, unvollendet. Er war auch nicht zufrieden damit. Und die Form der philosophischen Untersuchungen ist nicht mehr so hierarchisiert wie der Traktat, aber es sind Erläuterungen, es sind Bemerkungen, die zusammenhängen, aber wo der rote Faden für den Alltagsleser, für die Leserin so nicht sichtbar ist. Es ist kein systematisches Werk. Und die Sprachspielkonzeption eröffnete eben eine Zugangsweise, die Variationen, die Analogien, die Metaphern erlaubt. Und Wittgenstein hat sich daran abgearbeitet, bis zum Schluss, ohne zu einem Resümee zu kommen, wie man will. Und das ist, wenn man die einen sagen, die Tragik seines Lebens, die anderen sagen, das ist die wahre Philosophie. Mhm. Sprachspiele, meiner Überzeugung nach oder meinem Blick nach, gerade die Medien, die Sprache der Mediengesellschaft fordert ja das auch heraus, aber genau mit dem Ziel eben nicht für Klarheit zu sorgen, sondern für das Verwirren und Verwischen und Vernebeln. Und da ist ja enorm kreatives Potenzial auch drin, meiner Meinung nach. Einer der Höhepunkte, muss ich wirklich sagen, eine Meisterleistung ist die Umschreibung eines Zauns, wie wir es 2015 im Zuge der Flüchtlingskrise erlebt haben, als Türl mit Seitenteilen, quasi um ja das abschreckende Wort Zaun zu vermeiden,
die Beschreibung. Ich ringe dem schon gewisse Bewunderung ab, Herr Wolf. Sie auch quasi, dass wir Klarheit erstreben, die Politik ja auch aufgefordert ist, permanent für Klarheit zu sorgen, klare Ansage, klare Kante zu zeigen und quasi und trotzdem gleichzeitig natürlich bemüht ist, quasi eben im Wagen, im Ungefähren zu bleiben, quasi Affronts zu vermeiden, quasi unpopuläre Dinge zu vermeiden und daraus entsteht eine Sprache quasi, die alles tut, nur nicht für Klarheit zu sorgen. Naja, ich würde zunächst einmal den Begriff der Klarheit auch etwas differenzieren, denn Einfachheit und Klarheit ist ja nicht per se etwas Gutes. Der ehemalige amerikanische Präsident hat ja nicht unklar gesprochen, der hat extrem klar gesprochen, nämlich in diesen 20 Worten, maximal 20 Wortnachrichten, die ganz einfache Sätze waren. Die waren ja nicht unklar, nur haben sie etwas verunklärt, aber sie selber waren ausgesprochen klar. Und insofern glaube ich nicht, dass die Klarheit per se dasjenige ist, sondern man muss das in einer Relation sehen zu dem, was ausgedrückt werden soll. Und dann muss man sagen, wenn man jetzt die Klarheit mit Wittgenstein versucht zu exemplifizieren, wenn Sie die Vorrede der philosophischen Untersuchungen anschauen, da steht zum Beispiel Folgendes. Dass es dieser Arbeit in ihrer Dürftigkeit und der Finsternis dieser Zeit beschieden sein sollte, Licht in ein oder das andere Gehirn zu werfen, ist nicht unmöglich, aber freilich nicht wahrscheinlich. Mhm. Ja, also und selbst schon im Traktatus, wenn Sie da den vorletzten Satz, wenn Sie sich das anschauen, das berühmte, meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt, was er durch sie auf ihnen, wenn er durch sie auf ihnen über sie hinausgestangen ist. Und dann kommt die Metapher mit der Leiter, das ist eindeutig eine Metapher, dann ist das ja etwas anderes auch. Also ich denke, dass das Problem jetzt gerade bei der Mediengesellschaft, die wir sie heute erleben, nicht die Einfachheit oder Komplexität der Sätze ist. Im Gegenteil, ich glaube, es ist manchmal angesichts der Komplexität unserer Welt gar nicht mehr so einfach oder gar nicht mehr adäquat, sie in einfachen Sätzen abzubilden. Das ist ja häufig das Problem des Populismus, dass der Dinge einfach macht, die nicht einfach sind, die kompliziert sind, die voraussetzungsreich sind. Und mir kommt eben vor, dass Wittgenstein da auch komplexer denkt und nicht alles auf Einfachheit reduzieren will. Es ist natürlich auf der anderen Seite das Suggestive, gerade am Traktatus sind schon diese Sätze, die ja in gewisser Weise auch fast enigmatisch in ihrer statischen Brillanz dastehen. Ja, aber das ist eben dann offenbar auch etwas, was er später selber skeptischer gesehen hat, wenn er dann zum Beispiel im Vorwort zu den philosophischen Untersuchungen von den schweren Irrtümern spricht, also nicht Irrtümer, sondern schwere Irrtümer, in dem, was ich in meinem ersten Buch hier niedergelegt hatte. Also das finde ich sehr interessant, wie er da auch mit dem eigenen Werk umgeht. Als Literaturwissenschaftler vermutet man natürlich auch immer so eine versteckte Ironie da drin. Das werden Philosophen vielleicht anders sehen, die das vielleicht existenzieller lesen, wofür es auch Indizien gibt. Aber das ist natürlich interessant, weil wenn man die Literaturgeschichte anschaut, dann gibt es immer wieder so Fälle, zum Beispiel ein Kollege in Deutschland, der mittlerweile sogar den Leibniz-Preis bekommen hat, hat einen Aufsatz über Schiller geschrieben, wo er gezeigt hat, dass der Schiller bewusst seine Fehler auch zelebriert hat, denn die Fehlerhaftigkeit galt damals eben als Signum des Genies. Nur das wahre Genie produziert solche Fehler. Und das ist witzig, wie Wittgenstein dann mit seinem eigenen Frühwerk umgeht, indem er das so, also das hat mich dann daran erinnert. Das finde ich zum Beispiel sehr interessant. Ich möchte gerne zu der Klarheit noch einmal sogar einen Schritt weitergehen. Ich weiß nicht, haben vielleicht manche von Ihnen die gestrige Sendung in Ö1 über den Begriff Innovation gehört. Ich bin der Meinung, dass der Ausdruck Klarheit ist komplett inflationär in unserer heutigen, im öffentlichen Diskurs. Also ich sage es ganz klar. Und was dann kommt, ist klar, weil es eine Lehrformel ist. Also die sowas von häufig, wie man in den letzten 5 Jahren als Intro eines Politikers, einer Politikerin gehört hat, also das will ich ganz klar gesagt haben,
Read my lips. Es ist unglaublich, also wie stark dieser Begriff klar und mit aller Klarheit fast jedes politische Statement irgendwie begleitet. Gibt es noch ein zweites, darf ich nur kurz? Fakt ist. Auch das, ja. Und die gestrige Sendung, mit der hat das insofern was zu tun, als dort Soziologen Studien gemacht haben über Phasen, in denen der Begriff Innovation besonders häufig gebraucht wird, dass das solche sind, in denen recht wenig Innovation passiert und eigentlich auch nicht große Produktivitätssteigerungen, sondern es gibt dann einen Diskurs über und eine Art von Hochhalten der Innovation entgegen dem, was in Wirklichkeit passiert. Und ehrlich gesagt, das heutige eigentlich Beschwören dessen, dass wir ganz klar sind, kann einen eher ein bisschen suspicious. Aber Stadler, ist das nicht in Wirklichkeit genau das Kennzeichen der Sprache der Mediengesellschaft, zu versprechen, Anzukündigung ganz klar zu sein, zu versprechen, Anzukündigung innovativ zu sein, zu versprechen, jetzt Reformen endlich umzusetzen, um es dann eben doch nicht einzuhalten. Und wie gesagt, ich sehe dahinter keine große Verschwörung oder sowas, sondern es sind rhetorische Muster, rhetorische Kunststücke, um ja auch quasi in einer komplizierten Realität quasi sich durchzulavieren. Weil es eben, wie Sie richtig gesagt haben, die Welt ist nicht klar, ja, aber die Bürger, die Menschen erwarten Klarheit. Ja schon, das ist... Man kann auch sagen, es gibt unterschiedliche Diskurse in der Öffentlichkeit, die nahelegen, dass man mit einer bestimmten Rhetorik weiterkommt oder über die Runden kommt oder Zeit gewinnen will oder etwas nicht beantworten will. Und Wittgenstein hatte dann auch vielleicht ähnlich die Vorstellung gehabt, es gibt so einen Leerlauf der Sprache, die möglicherweise eine Funktion hat. Aber bei Wittgenstein ist auch wichtig der zweite Teil, nicht nur die Klarheit und Exaktheit, sondern wenn etwas gesagt werden kann, dann sollte es klar und verständlich sein. Aber es ist vieles so komplex und schwierig für alle von uns, dass man sich zurückhalten soll, wenn etwas nicht klar gesagt werden kann. Also das hat man ihn als Mystik des Schweigens vorgeworfen. Aber ich denke, dass er selbst schon die Idee gehabt hat, die Aussagekraft, also des Faktischen, zu begrenzen und die offenen Probleme unbeantwortet zu lassen. Und das ist etwas, was in der sozusagen, wie man von der Mediengesellschaft spricht, tatsächlich verloren gegangen ist, weil dieser Zwang, dieser Druck, alles beantworten zu müssen, ob es gut oder schlecht ist oder ob es fundiert ist oder nicht, der ist vorhanden. Es ist diese Schnelligkeit, die Beschleunigung da. Und Wittgenstein hat immer auch auf die Frage gesagt, was ist gutes Philosophieren? Irgendwo in den Untersuchungen, ja, das ist, wenn man sich Zeit lässt. Und berühmt ist ja diese Episode seiner Schüler in Cambridge aus seinem Seminar. Rasch Ries berichtet darüber, dass er während des Seminars dann, heute würde Didaktik durchfallen, natürlich mit dem Rücken zu den Studierenden, dann einfach 10 Minuten nichts gesagt hat. Das würde als paradoxe Intervention durchaus Originalität für sich beanspruchen. Theaterworkshops würde das schon zu Applaus führen. Ich glaube auch. Ja, damals ja, noch nicht. Das ist sicher etwas, was in der modernen Mediengesellschaft ein Problem darstellt. Dass der französische Soziologe Bourdieu hat das einmal mit Fast Think, also in Analogie zu Fast Food, diese Medienphilosophen, die zu jedem Thema sofort eine feste Meinung formulieren können. Das wäre sozusagen das Gegen,
das Gegenbild gegen diese Form des sich Zeitlassens, des Innehaltens. Und das ist ja auch ein Problem, mit dem wir alle an den Universitäten mittlerweile zu kämpfen haben. Also es gibt ja die Ressource, die am knappsten geworden ist, ist Zeit. Mhm. Und auch die Studierenden, die haben ja kaum noch Zeit, über etwas nachzudenken. Die werden mit Grund dieser Bologna-Studienordnung müssen die von einem Seminar ins nächste, müssen dort dann relativ schnell produzieren. Und nach 3 Jahren soll das Ganze schon wieder abgeschlossen sein. Also diese frühere Vorstellung von akademischer Kultur, dass man auch einmal über ein Thema monatelang nachdenken kann, das gibt es ja kaum noch. Und das betrifft auch uns selber. Wir sind alle, wir sollen Drittmittel einwerben, wir sollen publizieren, wir sollen in einem Fort irgendwie aktiv sein. Und da geht natürlich etwas verloren, was gerade, ich glaube, in der Wittgensteinschen Philosophie schon eine große Rolle spielt. Also man kann ja vielleicht, wenn wir schon vom Begriff Klarheit vorher gesprochen haben, der so omnipräsent ist, kann man auch vielleicht auch von Begriffen sprechen, die verschwunden sind aus dem Öffentlichen. Zum Beispiel der Begriff Problem. Ungefähr, ich habe das beobachtet, Herausforderungen. In den 2000er Jahren ist es wirklich tabuisiert worden. Wir auch innerhalb der Universität, wenn wir einen Rektor, eine Rektorin reden hören von irgendetwas, was eine gewisse Schwierigkeit darstellt, ist das eine Herausforderung. Und ich habe sogar eine Rede gehört, wo die betreffende Person gesagt hat, naja, das ist eine Herausforderung, aber es ist auch eine Herausforderung, weil sie einfach den Terminus Problem vermeiden wollte. Und das ist inzwischen völlig durchgängig. Ich glaube, das gibt es fast nicht mehr in einem öffentlichen Ding. Und das hat auch damit zu tun, dass ein Problem natürlich etwas ist, worüber man nachdenken muss, wo man Zeit braucht. Das hat was Verwursteltes. Man muss es von verschiedenen Seiten betrachten. Man muss es diskutieren. Und man braucht dafür Zeit und Raum. Und ich glaube wirklich, dass das gar kein Zufall ist, dass immer nur von Herausforderungen die Rede ist, als könnte man alles, was irgendwie eine Schwierigkeit darstellt, klar, das lösen wir. Aber ein Problem braucht Zeit. Ich bin mir nicht sicher, ob Houston, we have a challenge, der Satz jetzt lautet, wenn aus dem Weltall quasi ein Notruf kommt. Das ist richtig, oder Houston, we have a problem. aber ich möchte es nicht ins Lächerliche ziehen, weil aus meiner Perspektive, also dieser Wunsch nach Kontemplation, nach Durchdenken und quasi ein gescheiten Recherchieren von Problemen, von Themen, ist natürlich etwas, was den Qualitätsjournalismus enorm prägt. Aber das wird immer schwerer möglich. Und ich möchte es, wie gesagt, nicht kleinreden, weil in unserer Zeit zählt Geschwindigkeit, es ist ein Wert und man verliert nicht nur quasi die Ressource Zeit, sondern in dieser Zeit der Nichtreaktion, der Nichtbeantwortung entstehen Folgereaktionen. Das heißt, eine Krise kann sich beschleunigen, man kann den Job verlieren, wenn man nicht sofort reagiert. Aktienkurse können den Bach hinuntergehen, wenn ein Unternehmen nicht ganz, ganz schnell reagiert. Ja. Wenn eine Katastrophe passiert und nicht sofort klare Krisenkommunikation entsteht, kann Massenpanik entstehen. Das heißt, wir leben in einer Gesamtgesellschaft, die in der der Faktor Zeit in einer Eskalationsstufe sich weiterdreht, dass er kaum mehr kontrollierbar ist. Und ich verstehe die Sehnsucht von Dichtern und Denkern und Journalisten, mich und uns also explizit mit eingeschlossen, nach Ruhe und Raum für Kontemplation. Aber die Welt, die wir geschaffen haben, ist nun mal nicht so. Das heißt, Herr Wolf, dieses Thema von Durchdenken, Entscheidungsträger, die ganz vorne stehen, können sich das nicht leisten. Und auch die Klarheit quasi oder die Einfachheit und die Sehnsucht quasi in der Sprache und in der Erläuterung von komplizierten Themen auch komplizierte Antworten zu geben, steht in einem latenten Spannungsverhältnis zur Aufgabe von Demokratie, allgemein verständliche Antworten auf komplizierte Themen zu geben, weil es halt alle betrifft und dass sie auch jeder nachvollziehen kann. Das heißt, wir unterscheiden hier ein bisschen zwischen einem Experten-Diskurs und einem quasi öffentlichen Diskurs, der natürlich schon klar und simpel und leicht verständlich sein muss. Sehen Sie dieses Spannungsfeld und wie würde Ihre Antwort darauf lauten? Oder ist es überhaupt gar nicht lösbar? Natürlich sehe ich das Spannungsfeld und das ist wahrscheinlich eins von diesen Problemen, die man jetzt nicht so schnell lösen kann. Wobei, also es gibt sicherlich Politiker und Politikerinnen, die stärker dazu neigen, auch
nicht sofort, wenn sie sagen, ein Politiker kann das gar nicht, und andere, die dann schneller schauen, wie das wirkt. Also das gibt's, ich möchte das nicht alles nivellieren, da gibt es schon Unterschiede. Und das ist ja auch die Debatte jetzt über die Klimapolitik und Ähnliches. Und das ist ja immer daran gescheitert, dass die kurzen Zyklen auch der Wahlen und so weiter dazu führen, dass man eben nicht langfristig oder dass auch Politikerinnen nicht langfristig denken können, sondern halt auf den relativ kurzfristigen Erfolg schauen müssen. Das andere, was vorhin auch noch angesprochen wurde, das wollte ich auch noch kurz sagen, ist, dass viele Politiker und Politikerinnen ja durch diese neurolinguistische Programmierung auch gegangen sind. Also da sieht man ganz, das ist wirklich eine Schule, wie man spricht, ohne viel zu sagen. Ja. Und wie man eben, das kann man immer fast jeden Abend in der ZIP 2 beobachten, insbesondere wenn das der Armin Wolf ist, der die Interviews führt, wie er versucht, die Leute auf eine Antwort festzunageln und die diese Antwort nicht geben. Also dieses Spiel kann man immer wieder beobachten. Und manche machen das virtuoser, andere weniger virtuos. Es ist natürlich ein Problem, dass auch die Spin-Doctors in den Parteien denen auch beibringen, bestimmte Antworten eben nicht zu geben, weil die nicht förderlich sind für das Ansehen oder den Zuspruch der Bevölkerung. Das ist ein Problem natürlich. Aber vielleicht ist die Antwort dann auch nicht, vielleicht ist die gewünschte Antwort auch zu simpel für die Komplexität des Problems. Das sollte man ja nicht kategorisch ausschließen. Ja, sicherlich. Aber ich glaube, in einer Wittgensteinischen Sprachethik würden Sie heute einen Wahlkampf nicht gewinnen können. Ja? Das ist sicherlich ein Problem. Und insofern, wie geht man mit einer Philosophie um, die gerade was das Sprachkritische betrifft, sehr normativ ist, in einer Welt, die ganz anders funktioniert. Also ist das nur eine Vorgabe für ein eigenes Verhalten oder ist das doch eine Vorgabe, kann es eine Vorgabe für politische Diskurse sein, aber da ist es ja viel zu kontraintuitiv und kontrafaktisch auch, weil wir sehen, dass diejenigen, die das eben nicht befolgen, häufig den schnellsten und größten Erfolg haben. Also das ist eine sehr schwierige Sache, wo man auch nicht ad hoc jetzt einfache Antworten geben kann. Ich möchte trotzdem, wenn Sie sich freiwillig melden, finde ich das sehr gut. Okay. Ich wollte die Frage an Sie weitergeben und gleich auch noch quasi mit dranhängen, ob es vielleicht quasi eine aus ethischen Gründen eine moralische Verpflichtung geben sollte quasi für diese Exaktheit, für diese Authentizität, für diese Form von Ehrlichkeit, gerade weil wir darüber gesprochen haben, Fake News ist auch so ein Schlagwort, ganz ehrlich, meiner Meinung nach ein bisschen ein überbewertetes Schlagwort, weil nicht alles lässt sich in wahr und falsch differenzieren und unterscheiden. Manches ist einfach auch nur von der Perspektive aus richtig und falsch, aber die Fakten sollten zumindest annähernd unumstritten sein. Ist Klarheit eine moralische Kategorie in Zeiten überbordender Fake News und ambivalenter Nachrichten? Also ich würde sagen, im Sinne Wittgensteins ja. Wittgenstein hat sich erspart, sich mit diesen modernen Medien auseinandersetzen zu müssen. Das ist klar. Wir können nur spekulieren, wie er reagiert hätte. Aber hätte sich zurückgezogen. Die Möglichkeit, ja, das hat er ohnehin sehr oft getan, auch ohne moderne Medien. Seine Einstellung war schon etwas, das heute vielleicht ein Problem anzeigt, nämlich inwieweit es überhaupt möglich ist. Ich sehe diese Zwänge, zeitlich, dann die Rahmenbedingungen im Fernsehen, im Radio, inwieweit es möglich ist, offen und ehrlich zu sein und zu sagen, einfach im sokratischen Geist, so wie er sich verstanden hat, ich weiß es nicht. Tut mir leid, ich weiß es nicht. Wer hat das schon in den letzten Jahren, also in der Politik, offen und klar gesagt? Und es ist auch wirklich so, dass viele Fragen nicht beantwortbar sind. Einige sind gut beantwortbar, andere kann man mit Hinweis auf Expertentum beantworten. Aber das Problem ist, dass hier der sozusagen dieser Zeitdruck und das Anspruch, innerhalb kürzester Zeit was liefern zu müssen, zu diesen
Fehlentwicklungen und Leerläufen führt. Und wir kennen ja alle diese Formulierung der Moderatorinnen. Die Zeit ist schon fortgeschritten, aber eine letzte Frage, aber bitte halten Sie sich kurz. Ich glaube, das ist etwas, was zum Inventar gehört. Ich sehe eine gefährliche Entwicklung dieser Diskussion, die ein Journalisten-Bashing ausartet. Ja, Sie werden sich gut verteidigen. Aber vielleicht noch das Stichwort, bei Wittgenstein ist es so, dass er vielleicht als Attitüde das gemacht hat, dieses Bekenntnis zum Nichtwissen oder zum Nichtbeantworten, dass das schon ein durchgehendes Motiv war und auch eine Eigenschaft seiner Persönlichkeit. Aber das ist in der Form, soweit ich das beurteile, jetzt nicht ratsam in der heutigen Mediengesellschaft. Darf ich dir ganz kurz und dann mache ich ein neues Fass auf. Ja, ich meine, was mir dazu einfällt, das ist natürlich nicht exakt dasselbe, aber ich erinnere mich an eine Sendung, wo es, ich glaube, um Wissenschaft und Öffentlichkeit ging im deutschen Fernsehen, wo der Jürgen Renn auch war. Und der hat dann dafür plädiert, darüber nachzudenken, dass wir mit unvollständigem Wissen umgehen müssen. Also dass quasi viel klarer sein müsste, in die Öffentlichkeit gebracht, dass wir immer nur unvollständiges Wissen haben und damit aber handeln müssen. Mhm. Und dass aber das als nicht als Notlösung, sondern das ist unsere Condition humaine, auch in der Wissenschaft. Und dass das eigentlich so wie von der Philosophie der Wissenschaft, aber auch von den Wissenschaften selber, deutlicher als etwas ins Spiel gebracht werden muss. Das heißt nicht das Unaussprechliche, aber es heißt, die Grenzen von dem, was wir sagen können, mit den Mitteln, mit denen wir etwas rechtfertigen, auch klar machen und damit eine realistischere Sicht auf das, was wir tun können. Ja, und was wissenschaftliches Wissen tatsächlich bedeutet, nicht als Defensivposition, sondern sozusagen das Klarmachen, dass es hypothetisches und Wahrscheinlichkeitswissen gibt und dass Wahrscheinlichkeiten, und das ist, glaube ich, das Problem des Journalismus auch, kaum verstanden werden jetzt in der Covid-Krise, was es bedeutet mit ihrer Inzidenz und die Frage der Signifikanz von Krankheitsfällen bei den Massenimpfungen, das verständlich zu machen und auch zu benennen. Und das ist sowohl in der Philosophie, in den Wissenschaften, aber auch für den Journalismus eine große Herausforderung. Sie haben jetzt leider das Konzept zerstört. Es war mein Ziel, eine Veranstaltung in diesen Zeiten zu machen, ohne das Wort Corona und Covid zu machen. Aber herzlichen Dank dafür. Für diese Klimadiskussion. Neues Thema. Wir erleben, und lassen wir mal die Politiker und die Journalisten für einmal aus dem Lasso heraus und wenden uns den Akademikern der akademischen Klasse per se zu. Auch da gibt es einen Kulturkampf, der darauf hinauszielt, quasi Sprache neu zu reglementieren, neu zu definieren. Es kommt vor allem aus dem US-angloamerikanischen Raum. Was glauben Sie, würde Wittgenstein zu einer Entwicklung sagen, nach dem quasi für das Bedürfnis nach Safe Spaces zum Beispiel, für einen Raum von quasi geschützten Bereichen, wo man nicht mit den Zumutungen einer mitunter harten, mitunter auch unbarmherzigen, mitunter rassistischen, verletzenden, aber eben doch Realität konfrontiert zu werden. Was würde Wittgenstein diesen Bestrebungen, die also vor allem in den Feuilletons leidenschaftlich diskutiert werden, im realen Leben noch etwas für abstrus gehalten werden? Aber das soll ja schon bei mehreren Entwicklungen so gewesen sein. Ich werde die Frage allen stellen, weil ich sie spannend finde. Also, Herr Wolf, wollen Sie als Erstes? Ich bin jetzt kein, wie gesagt, ich möchte jetzt gar nicht spekulieren, was Wittgenstein zu sagen
Würde ich, ich sehe da, aber ich bin, wie gesagt, kein Wittgenstein-Experte. Ich würde da sogar eine gewisse Differenz zwischen Wittgenstein und Krauss sehen, weil zumindest beim späteren Wittgenstein ist ja der Gedanke, dass die Sprache auch nicht Fixes ist, sondern immer durch den Gebrauch sehr stark geprägt ist. Ein Gedanke, der doch merklich abweicht von dem Sprachpurismus, den Krauss selber predigt und der bei ihm ja immer auch sozialen Ogu hat. Bei Krauss sind ja die Figuren, wenn man sich die letzten Tage der Menschheit zum Beispiel anschaut, die schlechte Sprechweise der Figuren verweist auch auf ihre moralische Verkommenheit häufig mehr als auf ihre soziale Deklassierung. Und das ist ja bei Krauss ein gewisses Problem, finde ich. Denn er sieht nicht, dass das ja auch eine soziale Frage ist, wer wie über die Sprache verfügen kann und wer das nicht kann. Und da sehe ich eigentlich, da geht Wittgenstein weiter als Krauss. Also das wäre jetzt meine Vermutung als Nicht-Philosoph. Das Problem mit dieser politisch korrekten Sprache, auf die Sie anspielen, ist ja wiederum ein Problem, das vor allem in den USA entstanden ist, durch diese große Zahl unterschiedlicher Minderheiten, die sich immer in irgendeiner Weise offended fühlen kann. Und wo man dann, es gibt ja schon die Frage mit den Trigger Words, dass man also bestimmte Wörter dürfen nicht mehr vorkommen. Und das hat begonnen mit Wörtern wie Nigger oder so weiter, also die von vornherein extrem abwertend waren und hat sich aber dann auch auf Wörter, die man zumindest lange Zeit für eher neutral gesehen hat, wie Negro und mittlerweile ist dann auch Black, also es ging immer weiter. Ja? Und das hat natürlich schon seine Gründe und ich kann das auch nachvollziehen, dass sich Gruppen verletzt fühlen durch bestimmte Wortverwendungen. Wenn es aber dann dazu führt, dass an den Universitäten auch historische Texte nicht mehr diskutiert werden sollen, weil dort bestimmte Wörter vorkommen, die in ihrer Zeit noch nicht als solche stigmatisiert waren oder zumindest nicht bewusst als solche verwendet wurden, dann wird es, glaube ich, schwierig, weil auch kulturelle Differenz ja darin besteht, dass man das andere oder Anderssein zunächst einmal kennenlernen muss, um sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Ich glaube, das reine Ausblenden ist jetzt kein, also würde ich jetzt sagen, kein sinnvoller Zugang, weil man sich dann auch eine künstliche Welt aufbaut, die eben nicht jener Welt entspricht, die voll von Rassismen und Sexismen und so weiter ist. Die Frage ist also, wie kann man damit umgehen, ohne das einfach auszublenden, sondern wie kann man produktiv damit umgehen und vielleicht dazu beitragen, dass man selber in der eigenen Sprachverwendung vorsichtiger ist mit solchen Begriffen, ohne dass man so tut, als müssten die selbst im Blick auf die Geschichte verbannt werden, ja, dass dann auch historische Texte gereinigt werden, von Hotzenplotz sollte er gereinigt werden und so weiter. Da würde ich als Germanist sagen, das ist Hanebüchen, das ist ein Blödsinn. Ja. Auch Christine Nöstlinger hat sich, glaube ich, dagegen gewehrt, dass ihre Texte auf diese Weise gereinigt werden, weil Sprache ja immer etwas Soziales ist. Und ich glaube, in der Sprache und ihrer Geschichte, also auch in den verschiedenen Texten, sedimentieren sich eben auch soziale Probleme und die kann man nur als solche benennen und auch diskutieren, wenn das Manifest ist, nicht in einer Kunstsprache, dann wird das uninteressant. Also gerade das Problematische an der Sprachverwendung ist natürlich etwas, was interessant ist und deswegen würde ich natürlich auf der einen Seite versuchen, auch in der Universität mit den Studierenden darüber zu sprechen, wie kann man eben selber auf eine Weise sprechen, dass man niemanden ausschließt, dass man niemanden ausgrenzt, dass man niemanden diffamiert. Aber ich würde umso mehr sagen, müssen wir Texte auch studieren, die das tun, bewusst oder unbewusst. Mhm. So würde ich versuchen, damit umzugehen. Ulrich Stadler. Ich glaube, diese Sprachkritik oder Sprachsoziologie oder dieser politische Diskurs, das war für Wittgenstein etwas Fremdes, aber er hat mit seiner Sprachspielkonzeption schon versucht zu zeigen, dass es in sozialen Gemeinschaften Regeln gibt, Regelsysteme, die man akzeptiert oder nicht akzeptiert und die dann eine bestimmte Sprache
hervorrufen, sodass eine gewisse Unvereinbarkeit zwischen bestimmten Sprachgepflogenheiten besteht und dadurch auch sichtbar wird, dass eine Einstellung, dass Gebräuche, dass Institutionen hinter einer Sprache stehen, die normativ auftritt und die sagt, gut, böse, soweit wäre er nicht gegangen und nur in den philosophischen Untersuchungen, glaube ich, gibt es einen sehr schönen Paragraphen, wo er wörtlich sagt, so sagst du also, dass die Übereinstimmung der Menschen entscheide, was richtig und falsch ist. Richtig und falsch ist, was Menschen sagen. Und in der Sprache stimmen die Menschen überein. Dies ist keine Übereinstimmung der Meinungen, sondern der Lebensform. Aber das stimmt ja meiner Meinung nach nicht mehr. Sie stimmen nicht mehr in der Sprache überein. Sie sprechen die Wörter, die sogenannten kritisierten oder abzulehnenden Wörter aus, alle, nur die Stellung dazu, die Akzeptanz oder die Annahme oder die Widerlegung unterscheidet sich. Und für Wittgenstein wären das zwei grundsätzlich verschiedene Positionen, die sich in einer Sprache ausdrückt. Und die Literaturgeschichte ist ein sehr gutes Beispiel, wenn man sozusagen heute auch die Forderung hört, man sollte auch die Bibel jetzt genderneutral machen und reinigen, dann gibt's wäre ja schon. Das gibt's ja schon. Ja, oder Literatur, dann wäre das sozusagen der Versuch, retrospektiv Einstellungen und Sprachformen und Gebräuche aufzuheben, auszuhebeln sozusagen. Und das hätte Wittgenstein nie und nimmer unterschrieben. Ich möchte noch mal kurz nachhaken. Ist es tatsächlich so, dass wir, weil was Stadler jetzt beschrieben hat, ist quasi die Differenz in der Interpretation und dem Verständnis von Begriffen. Aber meiner Wahrnehmung nach geht ja die aktuelle Entwicklung, zumindest in den akademischen Milieus, bereits weiter, indem gewisse Begriffe eben nicht mehr verwendet, tabuisiert werden und die Forderung quasi zu sanktionieren, wäre es weiterhin verwendet. Wie du schon gesagt hast, diese als solches, glaube ich, hätte der Wittgenstein dazu direkt nichts dazu zu sagen, weil ihm das irgendwie fremd wäre. Aber der Wittgenstein hat ein ganz tiefes Misstrauen gegenüber der akademischen Welt gehabt, und zwar zu Recht. Und ich glaube, dass das Auswüchse eines bestimmten, also ich glaube eher, dass man soziologisch anschauen muss, dass eine bestimmte Art von akademischer Betrachtung der Sprache sich in einer Weise normativ versteht, die soziologisch und politisch sehr problematisch ist. Ich selber finde das für äußerst, äußerst problematisch, dass quasi in den Universitäten als völlig, wie soll man sagen, privilegierten Orten der Sprache und des Forschens auf einmal für die gesamte Gesellschaft neue normative Vorstellungen entwickelt werden, die de facto dazu beitragen, zu einer riesigen Entfremdung zwischen den Leuten, die das Privileg haben, sich in diesen akademischen Räumen zu bewegen, und denen, die das nicht haben. Und natürlich kann man dafür plädieren, dass bestimmte Begriffe, also das würde ich auch jederzeit unterschreiben, die von den Personen und Personengruppen, die sie als verletzend empfinden, dass die vermieden und überhaupt nicht mehr verwendet werden sollen. Das ist auf der einen Seite klar, aber auf der anderen eine Art von, wie soll man sagen, also Sprachregelungen einzufordern für die gesamte öffentliche Sprache unter dem Gesichtspunkt, der da irgendwie ausgekocht worden ist in irgendwelchen akademischen Diskursen. Ich muss ehrlich sagen, das finde ich extrem problematisch und auch soziologisch sehr
muss man eher soziologisch betrachten. Es fordert ja auch immer heraus, dann dagegen zu verstoßen. Und das ist, glaube ich, das nächste Problem. Ja. Und dann kommen diese Leute und sagen, da wollen uns andere was vorschreiben. Und umso mehr fühlen sie sich berechtigt, politisch unkorrekt daherzureden. Also das ist ja immer auch ein, das kippt ja immer sehr schnell. Und gerade was natürlich jetzt uns als Textwissenschaftlerinnen oder Textwissenschaft betrifft, ist es natürlich gerade interessant, sich auch mit solchen Texten zu beschäftigen, die eben auf diese Weise, also ein Kollege von mir hat mal ironisch gesagt, wie damals die Bibel in gerechter Sprache erschienen ist, wo dann von Hirtinnen und Hirten die Rede ist, obwohl es wohl damals Hirtinnen so nicht gegeben hat. Er möchte jetzt eine Ausgabe machen, Hitlers Mein Kampf in gerechter Sprache. Und da wird die ganze Absurdität deutlich. Also wenn man diesen Text... Abwarten. Wie? Abwarten. Ja, wenn man diesen Text auch in seiner Wirkmacht und in seiner Problematik sich anschauen möchte, dann muss man den Text in der Originalform anschauen und nicht in einer weichgekochten Form. Und das ist aber auch, wenn man die politischen Debatten heute anschaut, dann ist es ja gerade interessant, sich das auch in der Universität, dafür ist die Uni auch da, dass man sich Reden anschaut, wie dort ganz bewusst nicht nur Nebelgranaten gezündet werden, darauf haben Sie vorhin, sondern auch wie bewusst bestimmte Gruppen ausgegrenzt oder diffamiert werden. Und das geht nur, wenn man den Originalwortlaut hernimmt. Und das heißt natürlich nicht, dass man dann selber die Lizenz sich zugesteht, immer so zu sprechen, wie es einem gerade kommt. Also ich denke schon, dass man lernen sollte, auch darüber nachzudenken, wie man spricht. Aber ich glaube nicht, dass man dadurch was Gutes bewirkt, dass man so eine normative Sprachregelung für alle entwirft. Mhm. Das Problem, das ist das eben, weil wir vorher auch über die Normativität von Sprachkritik gesprochen haben. Das Problem ist eben tatsächlich das eine, was schon angesprochen wurde, dass einfach diejenigen, die sich nicht dran halten, dann vielleicht in der Mediengesellschaft, im politischen Diskurs den größeren Profit daraus ziehen. Wie geht man damit um? Also nur durch, dass man sagt, man entwickelt eine Ethik, das ist immer das Problem der Ethik, man entwickelt eine Ethik, aber was tut man dann mit denen, die sich nicht dran halten? Ich möchte dich ganz zum Schluss noch mit einer intellektuellen Provokation konfrontieren. Gerade in diesem Kreis, horribile dictu, mich beunruhigt ein bisschen die Gewissheit quasi von sich selbst zu extrapolieren und von den letzten 2-3 Generationen quasi die Zukunft vorherzusagen. Was ist, wenn jetzt einfach 2 akademische Generationen mit starker Bewunderung und Fokus auf Ludwig Wittgenstein an ein Ende kommen und eine neue Generation und 2 Generationen vor uns stehen, die damit nichts mehr ankommen, sich auch nur noch quasi ihn als Literatur betrachten. Ich glaube, da wird er bestehen bleiben, aber nicht mehr in seiner Klarheit. Und eben vielleicht nicht, was Sie jetzt, Herr Wolf, gesagt haben, das ist die eigentliche Aufgabe von Universität, eben zu hinterfragen, Machtstrukturen zu analysieren, etc., etc. Es hat auch Zeiten gegeben, wo Universität quasi der Stabilisator von Machtstrukturen war. Und ich will nicht ausschließen, dass das so kommt. Das heißt, warum sind Sie so sicher, dass Ludwig Wittgenstein weiterhin ein Stern ist, um den Satelliten kreisen und nicht quasi selbst ein bisschen ins Weltall abseits abdriften wird? Frau Nemeth. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher, dass er nicht abdriften wird. Ich glaube aber tatsächlich, dass gerade diese merkwürdige Stellung seines Werks zwischen sehr großen Wirkungen im wissenschaftlichen und philosophischen Bereich, in der Kunst und, wie wir in dem Extra gelesen haben, bei Punks, die in der Straßenbahn sitzen und den Traktatus lesen. Und zwar einfach, weil davon eine Faszination ausgeht, von dem Ding als solchem. Natürlich, weil der Sound da ist. Weil der Sound da ist, ja. Weil der Sound da ist. Dass das schon etwas ist, was bleibt und was auch bleiben kann. Das ist nicht etwas, was ihn allein auszeichnet. Ich glaube, dass vielleicht in deinem Sinn horribile dictu, aber auch für Heidegger gilt. Ich glaube nicht, dass Heidegger so leicht untergeht. Und zwar auch deshalb, weil er eine Sprache geschaffen hat, die auch über dieses eigentliche philosophische Werk hinaus sehr, sehr
wirksam geworden ist und auch als Sprache wirkt. Und ich glaube, dass in dem Sinn ist Wittgenstein weiterhin ein interessanter Beitrag zu dem, wie sich Sprache und Denken und Kommunizieren weiterentwickeln wird. Stadler. Ja, nach 70 Jahren könnte man sagen, es wäre erschöpft, die Rezeption, die Wirkung. Es scheint nicht so. Ich glaube auch, dass das Generationen weitergeht. Warum? Weil Wittgenstein eben kein akademischer Philosoph war und weit über die Wissenschaft und Philosophie hinausgewirkt hat, inspiriert hat. Wir haben Vertonungen des Traktatus, wir haben in der Kunst, also zum Zentenarium in Wien gab es eine Ausstellung in der Sezession über das Unaussprechliche, wo nur Künstler inspiriert durch Wittgenstein aufgetreten sind. Und wir haben eine durchgehende und zwar wachsende Auseinandersetzung international mit Wittgenstein. Es ist alles übersetzt von ihm. Es ist alles zugänglich. Wir haben Wittgenstein-Archiv in Bergen. Wir haben die anderen teilweise hier die Materialien. Und natürlich entsteht schon die Frage, gibt es einen Zeitpunkt, wo nicht mehr herauszuholen ist aus dem Werk? Denn wir müssten schon ernst nehmen, dass er selbst eigentlich nur bereit war, zwei Büchlein publizieren zu lassen. Dem scheint es nicht so. Ich glaube, dass diese Faszination weiter anhält. Warum? Weil er die Alltagssprache ins Zentrum gerückt hat und weil er übertragbar ist auf viele akademische und außerakademische Bereiche. Und das, obwohl er bis zum Schluss seines Lebens auch im Archiv nachzulesen, sich der deutschen Sprache verpflichtet fühlte. Herr Wolf, eine Spekulation über die Zukunft. Ich glaube, ich weiß es natürlich genauso wenig wie die Frau Nemeth. Ich glaube nicht, dass Wittgenstein jetzt so schnell von der Bildfläche verschwinden wird. Ich wage jetzt vielleicht etwas provokant zu sagen, dass es vielleicht doch eine gewisse Ähnlichkeit auch zwischen guter Philosophie und guter Literatur gibt, die darin besteht, dass diese Texte nie erschöpfend interpretiert werden. Ja, und dass eben die Klarheit dann nicht so weit geht, genau, bei Wittgenstein, dass alles gesagt ist, sondern man kann es immer auch noch mal anders sehen. Man kann durch andere Kontexte auch noch Sätze, die so klar erschienen sind, doch anders beleuchten, in ein anderes Licht stellen. Und da sehe ich dann doch wieder eine gewisse Affinität zwischen Literatur und Philosophie. Ich glaube, es gibt von Peter Sondis einen schönen Satz, eine gute Interpretation eines Gedichtes schließt dieses Gedicht nicht restlos auf, weil sonst würde es das Gedicht kaputt machen, sondern sie zeigt eben das eine Entschlüsselung des Verschlüsselten, und das Verschlüsselte bleibt in gewisser Weise verschlüsselt und kann weiter entschlüsselt werden, beziehungsweise es können dann wieder andere kommen, die andere Vorschläge machen. Und ich denke, dass das überhaupt bei guten Texten der Fall ist, dass die eben nicht so leicht erschöpft sind, sondern immer wieder gelesen werden können und immer auch wieder auf andere Fragen andere Antworten geben. Also das scheint mir doch auch eine Qualität von guten philosophischen Texten zu sein. Das sage ich jetzt bewusst als Laie und nicht als Philosoph. Vielen herzlichen Dank. Das war Sprache und Welt. Herzlichen Dank an das Podium, Elisabeth Nemeth, Friedrich Stradler und Norbert Christian Wolf. Herzlichen Dank an unsere Partner, die Wien-Bibliothek, die Ludwig-Wittgenstein-Gesellschaft. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend im Namen der Wiener Zeitung. Bleiben Sie gesund, machen Sie sich noch einen schönen Abend, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.